Masken zum Schutz für Mund und Nase sind knapp, wie von den Politikern gefordert wird, dass wenn wir wenn jetzt Lockerungen eintreten sollen, dass dann jeder eine Schutzmaske tragen soll, ist ja auch sinnvoll. Es ist ja nicht so, dass das Quatsch ist, gerade wenn man jetzt den Blick nochmal auf Amerika hat, was da zurzeit los ist. Also wir sind von der Stadt Leipzig angefragt worden, und ob wir nicht Masken für sie produzieren könnten nach ihren Vorlagen, um ihr Personal und ihre Menschen, mit denen sie halt zu tun haben, die einen sensiblen Beruf haben, sich schützen zu können. Dann haben wir angefangen, uns überlegt und nachgedacht. Uns war gar nicht bewusst, dass da so ein Mangel entstanden ist in unserem Land, in so einem sensiblen Bereich. Deswegen haben wir uns gedacht, wir produzieren jetzt einfach welche und machen was, um diesem Mangel entgegenzutreten. Dass jeder, der in einem Supermarkt sitzt, der in einem Pflegedienst arbeitet, der als Polizist oder Tankstelle oder einer Bücherei, egal wo, der jetzt so ein Teil braucht, also die im Homeoffice natürlich nicht, ne? Aber wenn du jemanden kennst, der ja in diesen genannten Berufen arbeitet und noch mehr, die mir jetzt nicht eingefallen sind, dann ist es ganz einfach. Wir haben die aus einer kochfesten Baumwolle angefertigt, also sie sind wiederverwendbar, gibt es leicht zu unterscheiden, was innen und außen ist, ne? Und ist klar, denke ich mal, jedem Einzelnen. So, dann haben wir hier unten den Link reingepackt, und dann kannst du dir einfach so eine Maske für jemanden bestellen und den verschenken und damit überraschen, und bleibt alles schön gesund.